Hallo, liebe Sepper. Inas Nacht heute mit dem TV-Lästermaul Oliver Kalkofe. Der nimmt dir mal ganz kurz die Glotze auseinander. Und mein Lieblingsschauspieler Joachim Meyerhoff kommt endlich mal vorbei. Der spielt nicht nur saugut Nasenflöte, sondern auch saugut an der weltberühmten Wiener Burg. Und Wanda ist da, auch aus Wien, singt aber über Bologna. Und jetzt ehrlich festhalten, Leute. Alabama Shakes from USA ist immer Haus. Und ich freue mich wie Schweinebacke. Ich halt die Glotze an. Mann, Ina! Darf man dich eigentlich Olli nennen? Die meisten sagen wirklich Oliver, ne? Oliver nee, das hat, hat meine Mutter immer gesagt, wenn sie sauer war. Olli immer? Ja, nee, Oliver. Aber dann alle Oliver. Nennen dich Olli? Ja, eigentlich Olli. Also eigentlich so... Also wie sie sich alle ans Fenster drängeln, Hallo. Um dich zu sehen. Hallo! Das sind mehr Leute vom Fenster live, als du bei Tele5 sonst hast. Das stimmt, jetzt sehen wir einmal, wie viele das sind. Das darf man cool. das so gemein sagen? Sind das so viele? Es sind, ja, ja, die da hinten noch dazu. Ich freue mich so. Wollen wir uns setzen und Bier trinken? Aber sehr gerne. Es gibt so viel zu besprechen. Weißt du, was ich so mag? Irse. Du warst ja wirklich auch schon ein TV-Kind, weil du in Peine ja. gelebt hast. Also ja. geboren, aufgewachsen. Ja, in noch schlimmer. Peine. Geboren in Engelbostel. Das ist noch weit unter. Ja, das war eigentlich nur eine umzäunte Reihenhaussiedlung. Und da gab es dann irgendwann mal, also gab es nur einen Kiosk mit so einer halbhohen Tiefkühltruhe. Wie heißt das? Bostel? Engelbostel. Da gibt's ganz viel. Engel ist wieder ganz schön. Ja, es hört sich schöner an, als es ist. Also es ist wirklich nur so eine, sind so zwei Straßen und dann ist schon Ende. Und später kam Edeka, aber da bin ich dann weggezogen und bin in die große Welt nach Peine. Es gab Scherenbostel, Engelbostel. Engelbostel, es gibt noch Bärenbostel, es gibt da, alles ist voll mit Bostels. Bärenbostel. Ja, es gibt aber das Schlimmste ist, ich finde, wenn man sagt, man wohnt in Peine, das hat immer sowas von Pein. Ne? Ja, der Schmerz steckt schon so im Namen. Und, ja, und drin. Auch peinlich ist dort erfunden worden, glaube ich. Peinlich. Also das kommt daher. Das kann aber, man. Wenn wir jetzt anstoßen, dann singen die Shanties mit uns. Ehrlich? Prost, Prost, Shanties! Auf jeden Fall war deine Kindheit in Peine extrem öd. Und du hast dann, weil du anscheinend immer nicht schlafen konntest, haben deine Eltern gesagt, setz mal das Kind vor die Glotze, der pennt ja nicht. Und dann haben sie dir eine Valiumschorle gemacht. und hast trotzdem nicht geschlafen, ja, finde ich so lustig. Geht so in die Richtung, das stimmt. Also als Baby schon, mein Vater erzählt mir das heute noch und das nimmt er mir immer noch übel, dass ich als Kind nicht geschlafen habe. Ich war einfach immer wach. Warum denn nicht? Ich weiß es nicht. Also damals, da durfte man ja noch politisch unkorrekt sein. Mein Opa sagte immer, ich habe gleich einen Blutaustausch bekommen als Kind, als Baby. Ehrlich jetzt? Ja, ja, ich habe gleich einen Blutaustausch. Du bist geboren, weil irgendwas wieder mit dem Rhesusfaktor nicht stimmte. Und der ist mit dem falschen Blut geliefert worden und zack, und dann musste ich komplett austauschen. Wessen Blut hast du bekommen? Das weiß ich nicht. Und da sagte mein Opa damals immer, ne, weil ich mal sagte, der Junge hat Zigeunerblut bekommen. Ja. Aber auf jeden Fall, vielleicht war es auch Vampirblut oder so, auf jeden Fall bin ich deswegen schon immer nachtaktiv gewesen. Und stimmt das mit der Valiumschorle, denn ich sehe also jetzt, ne, es kam ein Arzt, weil der nicht glaubte, dass ich nicht schlafe. Und so wird es mir erzählt. Also wie gesagt, ich war dabei, ich kann mich aber nicht mehr so erinnern. Ich war also erst ein paar Wochen alt. Und er kam dann und hat mir eine Valiumschorle, also irgendwo eine Valium-Infusion gegeben, damit ich ein bisschen so, ne, für Kinder... Unvorstellbar so, ja. heute. Aber war damals so, hat er gegeben und hat dabei gesessen und ich habe trotzdem nicht geschlafen. Oh. Und er hat also deswegen, die konnten mich nicht mal mit Drogen runterkriegen. Und deswegen, und das wird eben immer noch erzählt und daran habe ich aber nicht gesehen, dass es eben, dass es wahrscheinlich angeboren ist. Also ich kann nichts dafür. Und du bist ja dann vom TV-Kind quasi zum TV-Kritiker geworden. Und zwar jetzt seit 25 Jahren, voll lang. Ja, das ist ganz schön lang. Und du schimpfst ja mich die ganze Zeit, schimpfst du, schimpf. Ja, aber es ist ja nicht nur Schimpfen und Meckern. Echt? Es ist ja so, nee, es ist ja so, ich,
es kommt ja daher, dass ich eigentlich Fernsehen liebe, also weil ich damit aufgewachsen bin und weil ich Fernsehen toll finde. Ja. Und dann irgendwann habe ich nur gemerkt, aber es ist ja auch so viel Furchtbares da, also man verarscht uns ja auch. Ja, klar. Und irgendwann in den 90ern, als im Privatfernsehen dazukam und alles mehr wurde und sich alles veränderte halt, da merkte man halt jetzt so, da ist wirklich jetzt viel, das ist aber nicht so, wie ich mir mein Fernsehen irgendwie mal vorgestellt habe. Also da wurde ich dann so ein bisschen sauer. Und daraus entstand, aus dieser ehrlichen Wut heraus, dass aber gleichzeitig ja nicht in der Form, dass ich da nur rumgehe und sage, alles Scheiße, ihr könnt mir alle mehr. Ich will es eben so machen, dass es den Leuten Spaß macht. Und ich finde es eben gut, weil man kann eben auch Humor ja als Waffe benutzen und indem man eben zeigt, was daran lustig ist. Und wenn man dann vielleicht nochmal selber nachgedacht hat und beim nächsten Mal, wenn man guckt, dann denkt, okay, das habe ich doch gerade so gesehen, so ist das doch eigentlich gemeint, da lasse ich mich jetzt nicht mehr verarschen, dann hat es noch einen guten Zweck gehabt. Guckt von euch jemand nachmittags RTL? Nein. Sonst Musiker, müssen wir jetzt einen Arzt rufen. Hand aufs Herz, guckt ihr manchmal nachmittags RTL? Also diese Sendung, diese... Ich gucke aber auch nicht ARD nachmittags. Aber wenn du dann die Sendung verarscht, wer guckt es denn, dass du es verarscht? Also ich habe nur so drei Beispiele mal rausgesucht, weil die besonders absurd gar nicht nachvollziehbar waren. Ja. Einmal eine Frau, die war käsesüchtig. Ja, ey, die war gerade jetzt wieder im zweiten Teil. Das war so ekelig. Du hast den zweiten Teil noch nicht gesehen. Doch, jetzt den habe ich mir auf deiner Facebook-Seite angeguckt. Wo sie sich mit Käse, mit Schmelzkäse das Gesicht einschmiert, so eine Wellnessbehandlung macht und im Käse badet, na, und sich Käsetee aufbrüht. Aber die liegt am Schluss unterm Bett und hat ein Babybell, der unters Bett gerollt ist, nimmt sie und isst unterm Bett. Und bleibt stecken. Bleibt stecken, weil sie zu viel Käse gegessen hat. Ja. Jetzt frage ich dich, wer denkt sich denn solche Geschichten aus? Da muss man doch im Sitzen bei der Redaktion, wenn es sowas wie eine Redaktion gibt, muss man doch sagen, ey, das können wir nicht machen. Ich glaube, die haben in irgendeiner geschlossenen Psychiatrie ein paar Schimpansen sitzen in einem Raum mit einfach so ein paar Schreibmaschinen, die einfach da drauf rumhauen und ab und zu mit Bananen beworfen werden und sich gegenseitig mit Kot einreiben. Und dann irgendwann kommen da ein paar Seiten raus und dann wird das gedreht. Aber was viel gefährlicher ist, wenn man dir die ganze Zeit als Kind jetzt gerade oder als Jugendlicher oder als jemand, der sich nicht auskennt, aber nicht viel rauskommt, den ganzen Tag arbeitet, so etwas dann zeigt als Realität, dann setzt sich in deinem Kopf irgendwann fest, so muss das also draußen sein. Und wenn die sich so scheiße benehmen, kann ich mich auch so benehmen. Und da setzt sich wirklich so eine Spirale in Gang. Das ist also gefährlich. Dass es gefährlich ist. Und wenn denn noch so andere, noch viel gefährlichere Geschichten als die Käsegeschichte ist, dass in einer Geschichte ein Amtsrichter ein Penismodel ist. Amtsrichter Gassmann, meine Lieblingsfigur, ja. Wahnsinn, der ist also quasi Penismodel und Frauen dürfen den mieten und dürfen dann seinen Penis in einen Obstkorb legen oder in einen Hotdog mit Ketchup drauf. Ja. Also bestimmt viele Frauen, die hier sind, kennen das. Haben auch, ne, sind doch, dann, Ina, du hast bestimmt ja auch schon häufig mal in ein Hotelzimmer dir ein Penismodel eingeladen und gesagt, leg doch mal deinen Lümmel ins Brötchen, ins Milchbrötchen. Ich will mal Fotos machen, weil mich das scharf macht. Ja. So, das ist die Geschichte, die da also erzählt wird. Also da sind wir ja wieder, da sage ich, der Käse ist ja insofern noch verstörend, aber die Pimmel im Hotdog-Geschichte, die ist doch wirklich, die muss man doch eigentlich verbieten. Ja, und der Witz ist, das läuft um 14 Uhr. Das ist 14 Uhr seit 1 RTL 2 und so gewesen. Also man sieht den Lümmel nicht, ne? Der bleibt der Vorstellungskraft überlassen. Aber hat jeder, denke ich. Der Schauspieler ist so schlecht. Der ist so furchtbar. Und die Model, also, und die Frauen, die ihn engagieren so und dann, das macht mir aber scharf. Mach nochmal. Komm, extra scharfe Soße. Senf noch drauf. Das Gürkchen nicht vergessen. Dann irgendwann macht sie so eine, nein, nicht anfassen. Genau, ich habe gesagt, nicht anfassen. Ja, genau. Und da ist nämlich die Grenze überschritten. Ein Beispiel, was mir besonders gut gefallen hat, war die Schokomassage. Weil sehr, sehr dicke Frauen machen sich ein schönes Wochenende und werden, weil Schokolade so gut ist zum Massieren, mit Schokolade eingerieben, weil die aber so dick und hungrig sind. Ja, leckt die eine dann ihre Tante ab, als die einschläft. Die schläft ein und die leckt dann die Schokolade ab. Also es ist so ekelhaft. Es ist ekelhaft. Ich habe jetzt auch gehabt gerade eine Frau, die bei einem Schnitzel, wenn man dann einen Riesenschnitzel aufisst, ist es umsonst. Sie schafft es aber nicht und versteckt es dann zwischen ihren Brüsten im Ding und geht damit raus und dann fällt es raus und so. Und aber das ist eben wirklich, so sind wir ja alle. Das ist ja Reality, ne? Aber ich verstehe das, ich bin entsetzt. Ja, aber das macht doch RTL, wenn das gezeigt wird, muss das doch echt sein. Ja, es ist wirklich schrecklich. Nehmt ihr gar nicht das Schnitzel immer mit in der Hose?
Aber woher kommen denn so Sachen wie zum Beispiel Lindenstraße, wo ich immer sage, woher kommen die Abgründe? Obwohl man eigentlich ein relativ intelligenter Mensch ist, habe ich trotzdem meine Abgründe, wo ich dann nicht RTL gucke, aber zum Beispiel Sturm der Liebe. Also ich glaube, jeder hat auch ein Recht auf eine gewisse Portion Trash. Und ich glaube, Abgrund, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, also, nee, nein, das macht ja auch Spaß. Also jetzt ganz klar, ich habe jede Folge Dallas gesehen. Mhm. Ich habe keine einzige Folge Dallas verpasst und auch keine Folge Denver Clan. Weil damals, es gab nicht so aber viel. Aber wieso und das sieht das eigentlich heute so toll. Schlecht aus? Ich finde, wenn man heute mal sagt, oh ja, Dallas, super, dann gucke ich das an und es sieht alles so schlimm aus. Die Leute sehen schlimm aus, die Sendung sieht schlimm aus, es ist ja. Unheimlich langsam und unheimlich öde. Aber das Schlimme ist, stell dir vor, wir haben das damals geguckt und dachten, wie toll sieht das bei denen aus. Jetzt der Rückschluss ist, wie scheiße sah das bei uns aus. Das ist es ja eigentlich. Nein, weil es wirklich... Und wie langsam und wie langsam war auch früher noch das ganze Leben, weil man das schon als schnell empfunden hat. Also ja. Dallas und die ganzen Geschichten und auch die Krimiserien von früher, die waren schon für uns schnell und hart und auch brutal und da wurde drüber geredet. Und wenn du das heute guckst, hat sich das so verändert, aber nur weil alles schneller geworden ist. Woher kommt die Akzeptanz für Dschungelcamp? Bist du Dschungelcamp-Gucker? Ja, ist eine, also zum Beispiel da bekenne ich mich zu, das ist der Trash, den ich mir wirklich dann auch gerne angucke, wo ich echt Spaß dran habe. Ich habe jetzt eine tägliche Kolumne dazu gemacht und so weiter und gucke mir das an, weil das ist, einerseits ist es so, ich sehe mich immer so ein bisschen als Fernsehpolizei ja. mit den Sachen und da sehe ich die Gefangenen beim offenen Vollzug. Das heißt, ich sehe, die Leute sind eingeliefert, ja, und ich schaue zu. Das finde ich also erstens mal toll. Das zweite ist, es ist ein tolles Psycho-Experiment, weil man sieht ja Menschen, die berühmt werden wollen, also entweder jetzt berühmt werden wollen oder ihren alten Ruhm wieder bekommen wollen. Also die gehen ja alle mit einem Plan dahin und werden von der Realität dann aber eingeholt. Weil für viele, wie es dann ist, nach 2-3 Tagen ohne Drogen, ohne Essen, ja. ohne was zu saufen und dann unter extremen Bedingungen, da kommt dann wirklich was raus, was man vorher gar nicht zeigen wollte. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich weiß noch, wie geschockt ich war, als ich dann auf einmal irgendwann, ich war irgendwo eine Woche weg und kam wieder und was war passiert? Heino war mit irgendwas auf Platz 1, ja. Nee, mit diesen nachgemachten ja. Dings. Es hieß, Helene Fischer moderiert jetzt den Echo, also ja. Rock, Pop ja. war jetzt auch endlich in der Volksmusik angekommen. Und dann war noch das Dschungelcamp war für den Grimme-Preis nominiert. Diese drei Infos bekam ich an einem Tag. Und das war zu viel für mich. Da hast du gedacht, du bist in einem Paralleluniversum ja. ausgestiegen. Nee, das war zu viel, ehrlich. Du musst Neustart machen, ja. hast du gedacht. Ja, nee, das kann ich mir vorstellen. Aber da siehst du, also daran sieht man, wie schnell auch so die Akzeptanz sich verändert. Also wenn du mal überlegst, wir haben, glaube ich, im Jahr 2000, vor ungefähr 15 Jahren, kam Big Brother auf. Ja? Das war das erste Mal, dass es sowas wie Überwachungsfernsehen gab, ja, mit normalen Menschen, die man da reinsetzte und eben beim Wohnen zuguckte. Da war die große Diskussion noch überhaupt, darf man das? Big Brother ja auch damals noch eben als Zitat an 1984, an George Orwell, also etwas Furchtbares, diese Überwachung. Dürfen wir das überhaupt? Dürfen wir Menschen da zeigen, wenn die sich dann vielleicht ausziehen, wenn die duschen gehen, etc.? Wo ist die Grenze? Riesendiskussion. Zweite, dritte Jahr war das schon scheißegal. Da wurde darauf gecastet, wir brauchen Leute, die ihre Titten zeigen, wir wollen die beim Duschen sehen, die müssen tätowiert sein, möglichst Pornodarsteller, zack, oh mein dass Gott. Wir da gucken, dass das richtig heftig wird. Beim Dschungelcamp, erste Folge, das erste Mal mit Kakerlaken überschüttet oder so. Oh Gott, dachte man, ne, Kübelböck und dann die armen Kakerlaken. Und aber nach kurzer Zeit war das scheißegal, war das völlig scheißegal. Und dann auch und jetzt geht's nur noch, wie setzen wir noch einen drauf? Da haben jetzt schon Krokodilpenis gegessen und Känguruhoden und Wildschweinvagina. Was doch, was finden wir denn jetzt? Und? Welches Körperteil von welchem ekligen Tier finden wir noch? Und es ist aber so egal. Haben Sie noch eins gefunden? Rest noch eins. Ja, es kommt jedes Jahr. Also diese Wildschweinvagina war dieses Jahr das Neue. Das kannte ich vorher noch nicht, ja. Und so, also da, jetzt mal sehen, was das nächste Mal noch. Ich glaube, die gehen ein Jahr lang nur durch den Dschungel und suchen nach Tieren, wo sie irgendwelche ekligen Körperteile finden für das nächste Jahr, was sie dann kochen können. Was ich sehr mochte und wodurch ich erst jetzt drauf gekommen bin, als ich mich damit beschäftigt habe, was du so machst mit deiner Mattscheibe-Sendung oder mit Schläferz, heißt das andere, Schläferz, ne? Ja. Schläferz, schlechteste Filme aller Zeiten, die du mit Peter Rütten zusammen analysierst ja. quasi ja. und auch guckst und mit dem Zuschauer. Aber nur noch ganz kurz, die anderen sagen Astro TV. Ja.
Das ist ja kriminell. Astro TV, das ist eindeutig. Also so Sachen, dann sitzt da eine Frau und dann hat die ein Portemonnaie und das kostet 90 Euro, ein rotes Weichleder-Portemonnaie. Ja, aber damit wirst du reich dann. Damit wird man reich, weil sie erzählt dann, wie man Geld geben muss und zwar auf dem Wasserzeichen immer gerade lassen, also nicht gerade knittern und so. Das Geld muss sich wohlfühlen. Deswegen, das tut es nur in diesem Portemonnaie. Ja, und das ist geweiht und deswegen, da ist dann dein, oder jetzt, das ging noch weiter, jetzt ist ganz toll, der Daniel Kreibich ist auch einer von Astro TV, so einer der Top-Leute da, der eben auch dann erzählt, du, wenn du kein Geld hast, leidest du unter dem Money-Power-Cut-Off-Syndrom. Kennen viele das bestimmt. Das ist sehr lustig. Das Money-Power-Cut-Off-Syndrom, weil eigentlich hat jeder 90-95% Reichtumsenergie in sich, aber wenn die weg ist, dann leidest du unter dem Syndrom und dann musst du eben, dann hat er für 150 Euro so ein 1-Euro, aus dem 1-Euro-Shop so billige Rahmen, die glitzern, aber die sind mit Matrix-Steinen und die hat er energetisch aufgeladen. Wie kann er nicht sagen? Weil das ist das darf er natürlich nicht sagen. Das kann er natürlich nicht sagen. Aber die sind aufgeladen und damit kannst du den Money Power Cut-Off umgehen. Super fand ich auch das Urwasser Gottes. Ja, hieß und es so? Genau. Und da, mit einem Über. Das ist ein Wasser und dann und eine CD, wo die Silvia Kost hieß, die hat die Sachen da besprochen. Die Namen sogar. Die kenne ich ja schon seit Jahren. Das Schlimme, was man sich alles dann merken muss. Aber die hat dann eine CD besprochen, wo sie irgendwie in Trance ist und so weiter. Aber hat selber zugegeben und auch die Moderatorin, das versteht niemand. Und deswegen gibt es ein Übersetzungsspray dazu. Ja. Du sprühst dich damit ein, du verstehst es nicht, aber deine Seele versteht es dann. Das ist geil. Da muss man mal drauf kommen. Das ist aber auch hohe Kreativität. Sag mal, du hast auch eine Zeit lang eine Sendung gehabt, wo du vorgelesen hast aus den dürfsten Promi-Büchern. Ja, nicht Was gedacht. Sind denn die drei Platzierten, 1, 2 und 3, dümmsten Promi-Bücher? Also es ist sehr schwer, weil ich habe da gelernt, es gibt wirklich verschiedene Arten. Ne? Also es gibt welche von Prominenten, die, sagen wir mal, die glauben, dass sie prominent sind oder sie möchten gern prominent sein, wissen aber nicht warum und versuchen das jetzt irgendwie zu begründen und ihr Leben wichtig zu machen, haben aber gar nichts erlebt. Bestes Beispiel Claudia Effenberg, die hat zum Beispiel in ihrem Buch, hast du da wirklich dann ewig lang, schreibt sie, dass sie gerne Cola Light trinkt und dafür sogar mal zur Tankstelle fährt und dass sie gut Nudeln mit Scampi kochen kann oder so. Das ist eine Gruppe, die es gibt. Dann hast du welche Menschen, wo du Dinge erfährst, die du gar nicht erfahren wolltest. Also ich sag mal, die Biografie von Bushido, das ist zum Teil so ekelhaft, dass du dich da wunderst, dass es da keine Auflagen, keine FSK oder ähnliches, also als Buch kannst du wirklich schreiben, was du willst. Frauenfeindlich hoch 10 und wie er mit Frauen umgeht, denen in den offenen Mund spuckt, die Haare zurück und sie als wer weiß was beleidigt und solche Sachen, das steht da einfach mal so drin. Also ja auch für viele junge Leute als Anleitung, wie man erfolgreich eben leben kann. Und dann gibt es eben welche, die einfach nur lustige, irrsinnige Geschichten erzählen. Also Helmut Berger, der sich in Monte Carlo selber einkackt, versehentlich und den ganzen Abend neben dem Prinzen und der Hollywood-Legende, weil er hat schlechtes Koks genommen, hat Durchfall gekriegt und sich im weißen Anzug eingeschissen und sitzt den ganzen Abend da und kann nicht aufstehen, weil man das dann ja sehen würde und die Leute sagen alle, was riecht denn hier so streng? Und er sagt, ah, das kommt von draußen, das ist von, also der vom Meer, das ist aber widerlich. Ja, und ist dann bis zum Ende geblieben und hat sich dann die Jacke umgebunden und ist weg. Hat bei seiner Freundin dann noch im Auto den ganzen Schiss ans Auto geschmiert und gesagt, es wären die Hunde gewesen, die sie dann auch weggegeben hat. Das nicht, sind das Geschichten. Aber darf ich meinen Mund desinfizieren? Darf ich meinen Mund desinfizieren? Ja, bitte. Wahre Geschichte. Okay, also das Schöne an der Sendung ist ja, dass wir nicht nur ganz viel über Fernsehen reden können und gleich noch deine Bierdeckelchen einsammeln, sondern manchmal habe ich I Have a Dream und dann frage ich, ob eine Band kommt und hier spielt. Und das haben wir jetzt bei der nächsten Band 3 Jahre lang gemacht und sie hatten nie Zeit oder waren woanders oder konnten nicht. Aber jetzt zum ersten Mal haben sie zugesagt und sie sind hier und sie waren überall mit ihrem Song auf Platz 1 in the UK, in the USA, in the U and überall und in Germany too. So. Und deswegen begrüßen wir die Alabama Shakes! I'm so happy that you're here. Are you in a good mood?
I'm in a good mood. That's great. Yeah. I love your dress and I love your hair. Thank you. Tomorrow I will have the same. I'm trying to match. Trying to match you. Okay. Ina. Yes. Brittany. Es ist uns eine Freude tonight here. Oh, thank you very much. Thank you, Brittany. I gave it the college try. I tried. Würde ich Britney heiraten. Ah, ja. Also die Frisur würde mir auch gut stehen. Wirklich, wollen ja. wir mal die Bierdeckelchen, bringt ihr mir die mal, wollt ihr mir die schon mal geben von eurem Tisch? Und das sind alle jetzt. Und wir würden jetzt uns hier rüber, das ist alles trocken, was hier gerade noch so nass aussieht. Und wir würden uns, ich weiß nicht, soll ich anfangen oder willst du? Versuch du's. Okay, wir würden uns beide, guck mal so, da auch deine Beine, dann könnten wir synchron schleudern. Ja, ich hab, du kannst synchron schleudern. Pass mal auf. So. Sexy, ne? So. Und dann. Elegant ist was anderes, aber. Ja.
Aber ich hab's aber geschafft. Das ist schon mal gut. Gib einen Applaus. Und nichts kaputt gemacht. Hey. Du kannst das jetzt mit Schwung. Das wird leicht. Ja. Olli, ja. Zu wenig oder zu viel Sex im deutschen Fernsehen? Zu viel schlechter Sex im deutschen Fernsehen. Also wie? Wenn du, in den deutschen Betten, in deutschen Schlafzimmern. Ja, wenn du jetzt gute Sachen zeigen würdest, dann hätte ja keiner was dagegen. Aber wenn du eben Männer hast, die ihren Lümmel ins Hotdogbrötchen legen, sagst du lieber nein. Ist aber ja noch kein Sex. Halt, ne? Ja, eben. Würdest du bei Promi Big Loser was? Achso, Biggest Loser? Nein. Bei Big, was war das, wie hieß Promi, das Biggest, Promi, ach, Biggest Loser. Promi, ja, gibt es, Biggest Loser? Ja, ja, gibt es. Nein. Haben Sie jetzt, also haben Sie auf jeden Fall gedreht, aber noch nicht gezeigt. Ich weiß, dass Costa Cordalis da war. Ja, aber mehr es weiß ich nicht. Ja, der Trash nimmt ja kein Ende. Ja. Nein, aber das, nein, ich würde das alles nicht mehr. Ich hoffe, dass mir, also, dass der liebe Gott noch so nett ist und mich davor bewahrt, dass ich zu Promi, zu Biggest Loser, zu Promi Big Brother oder zum Dschungelcamp oder sonst irgendwas muss. Haben die schon irgendwo oder haben die nicht gemacht? Sie haben, es gab mal vor vielen Jahren, vor 7 oder 8 Jahren, ne, gab es echt mal das Angebot an Olli Welke, der noch nicht die Heute-Show hatte, aber mit dem ich viel gemacht habe, und mich, ob wir bei einer Tanzshow von Sat.1 mitmachen. Und das fand ich schon ein bisschen frech. Also, weil die wissen, dass ich nicht da, also die, ne, ja, also, ja. Das ist so klar. Und ich habe gesagt, also wenn wir Dirty Dancing machen könnten und Welke mich fangen muss, dann ja. Aber das wollten sie nicht, das hat die Versicherung nicht zugelassen. Und deswegen haben wir das dann nicht. Guckst du bei Sport 1 lieber Billard oder die Sexy Clips? Weder noch. Aber du musst auch mal entspannen zwischendurch. Ja, aber es gibt ja... Es gibt ja. Also ich bin kein großer Sportgucker, weil ich bin auch kein Sportmacher und ich finde es nur fair, dass ich es dann auch nicht gucke. Okay. Also weil ich kann keinen Sport, dann gucke ich auch nicht. Aber ich finde jetzt persönlich, ich weiß, dass viele Billard lieben und auch Darts lieben und so weiter. Ich finde es sehr unspannend und unsexy. Und die sexy Clips von Sport 1 sind noch unsexier. Weil du kannst ja gar nichts Unsexieres zeigen, als das, was die dort zeigen. Ich hatte es auch mal in der Mattscheibe, eine Frau, die sich vor einer Fototapete von einem Klo in Bangladesch oder weiß nicht was, und wirklich ein altes Klo, was im Hintergrund ist, nicht ausgedacht, ja, stand da, spricht ein Rezept für Nudeln mit Hühnchen und zieht sich dabei aus, aber schmeißt einfach Sachen weg. Und am Ende bleibt der Schlüpper hier in der Kniekehle hängen. Und das läuft als Sexy-Clip. Also da muss ich sagen, da haben die irgendwas verstanden. Das war Clip okay, aber mit Sexy hat das nichts zu tun. Soll halt ein bisschen schmuddelig sein, weißt du, sauber habe ich ja zu Hause so ungefähr, aber so ein bisschen schmuddelig. Ja, aber nee, also ich glaube, da hast du aber... Also, ist das der Traum von vielen zu Hause? Ich weiß es nicht. Versteht einer, die... Dass Mutti vor dem Essen noch das Rezept erzählt und sich da irgendwie auszieht und den Schlimmer im Kniekehl hängt? Du, bei allem, was wir heute über Käse und Schokolade ablecken, ich glaube... Und zum Nachtisch legt Papa den Lümmel ins Brötchen. Ja. Aber das kann man nie haben. Stellst du dir gerade vor? Ich bin jetzt erst angekommen, richtig. Ja, nee. Ich weiß. Es ist dann immer, wenn man sich sein Bild macht. Du kennst es im Kopfkino. Worüber kannst du noch lachen? Ja, das ist echt schwer, weil wenn man selber so viel mit Comedy macht, dann achtest du natürlich immer genau darauf. Also ich denke, du wirst du bestimmt auch, wenn du Musik hörst, dann achtest du auf andere Dinge und kannst nicht mehr dich einfach eben aber bei Helene Fischer so zurückdenken. Mensch, was, wie geht das ab? Sondern das ist dann eben auch. Aber ich bin immer noch ein Riesenfan von Monty Python, von vielen, von Ricky Gervais und von vielen aus England, Amerika, wo du eben siehst, was die anders machen und wo du so denkst, geil, was die hinkriegen und mit welchen Mitteln die irgendwie was hinbekommen. Aber es gibt nicht mehr so viel, mich stört wo ich es so, dass ich zum Beispiel, wenn ich Theaterstücke oder so auch gucke, dass ich gar nicht mehr mich so wahnsinnig auf das Stück konzentriere, sondern ich denke, wieso steht der Typ nicht im Licht? Das ist, glaube ich, ich gucke die ganzen Umstände viel mehr an als die Vorstellung. Das nervt mich so. Aber ich glaube, das ist, wenn du irgendwas gelernt hast, also wenn irgendwas dein Job ist, dann achtest du darauf. Also ich glaube auch, wenn bei dir zu Hause einer deiner Freunde kommt, der ist Fliesenleger, der guckt eben auch anders, wie die Kacheln da irgendwie gerade sind, und, als jetzt irgendwie die anderen, ne? Und der sagt, oh, da ist aber hier die Fuge, da musst du aber mal, wieder rübergehen. Aber billiges ist Bretter halt so, genommen. Ja, ne? Ja. Na, hey, das ist aber hier, das kenne ich aber auch. Wie findest du das, wenn wir jetzt unseren nächsten Gast reinholen? Fänd und ich auch super über Medien und so mit dem sprechen? Ja, und so, aber auch über Bücher und über Theater und, oh Gott, ist ja auch über so viel, Medien. Wo wir schon mal anfangen zu spielen. Ja. Und jetzt würde ich das Mikrofon, würdest du das mal eben halten und mir gleich geben?
Ich freue mich so auf unseren nächsten Gast. Ich bin ein riesen Fan. Ich glaube, er ist das aller wildeste Kind, was Norddeutschland je hervorgebracht hat. Er ist, sag ich mal, schräg, aber auch klug. Sein Lieblingsessen ist Schweinehirn mit Zitrone. Er hat einen Hund als Blutsbruder. Er ist das Beste, was wir jemals an Österreich ausgeliehen haben. Und ich möchte laut sagen, ausgeliehen. Mittlerweile ist er auch wieder im Schauspielhaus in Hamburg. Ich freue mich so auf Joachim Meyerhoff. Joachim Meyerhoff, du coole Socke, du. Hi. Ich freue mich so. Danke für die Einladung. Und ich muss sofort sagen, stimmt es wirklich, dass deine Eltern, dass du früher als blonde Bombe so ADS-krank, so hyperaktiv warst, ja, das dass sie dich, wenn du wieder einen Jähzornanfall hattest, was jetzt schon nicht, ja, dass sie dich auf die laufende Waschmaschine gesetzt haben, anstatt dir Valium zu geben. Ja. Und dabei, Fuchs, du hast sie ganz gestohlen, mit dir gesungen haben. Das stimmt nicht damit ganz. Damit was Kind räuchelt. Das stimmt nicht ganz. Insofern, weil ich mir den Text von Fuchs und die ganz gar nicht merken konnte, habe ich irgendeinen Fantasiesong gesungen. Es war vom Fuchs. Und einer ganz, aber nicht mit der Melodie. Melodien konnte ich nicht, war ich zu aufgeregt für. Aber dann war das gar nicht la da 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 da, gib sie wieder her. Nein. Was war denn das für ein Lied über Fuchs und Gans? Das war einfach eine Katastrophe. Also meine Mutter hat mich dann versucht, vom Boden aufzuheben, weil ich so gezappelt habe. Und dann in irgendeinem Erschöpfungsmoment hat sie zugegriffen und mich auf die Waschmaschine gesetzt, sie angemacht, obwohl keine Wäsche drin war, auf den Schleudergang gestellt. Ich war da drauf und so. Und dann habe ich so da gesessen und gesagt, es war ein Fuchs, der hatte einen Freund. Es war eine Gans. Und die trafen sich öfter und haben dann geredet. Und das ging stundenlang so, ja, stundenlang. Und meine Brüder, oh mein Gott, und wenn ich auf Autofahrten war, haben meine Brüder darauf bestanden, dass ich einen Vertrag unterschreibe, dass ich nicht singe. Auf dieser langen Autofahrt, weil sie sonst weil acht Stunden von Hamburg nach München vom Fuchs und der Gans gehört hätten. Ehrlich? Die wollten ihre Ruhe haben. Und was war jetzt das Krankheitsbild genau? Das war das Tolle an der Zeit, das gab's noch nicht. Nein, es war noch, hatte noch keinen Namen. Das ist so. Es war einfach, ich war ein bisschen aufgeregt. Und warst du auch so schlaflos, wie du schlaflos war? Ja. Oliver, Joachim, ja, Joachim, Oliver. Hallo. Ich bin sehr beeindruckt. Das ist auch eine schöne Therapie. Fuchs, du hast die ganz gewaschen auf der Waschmaschine. Haben sie dich dann auch vorne auf die Kühlerhaube gesetzt bei den langen Fahrten? Nein, absolut. Ich musste im Kombi im Kofferraum beim Hund liegen. Wollen wir dem Oliver zugucken, wie er es schafft, zurückzukommen? Das ist die Frage. Wo soll ich sitzen? Du musst wieder, dahin und ich gehe mit und Joachim kommt hier rüber. So, warte, Vorsicht. Nenn dich die Freunde eigentlich immer. Ach, guck mal, toll. Elegant. Die machen wir mal darüber. Sag mal, nennt sich deine Friends auch immer alle Joachim? Nein, also mein Kindername ist Jocki gewesen oder Josse. Mein Vater war ein großer Namensgeber. Also ich hatte bestimmt 30 oder so verschiedene Namen immer. Aber wenn ich jetzt sage Joachim, dann passt dieser Name überhaupt nicht zu dir. Nee, ich hatte auch mal den Joe. Ich hatte mal den größten Wahn, kann ich gleich erzählen. Ich hatte mal den größten Wahn, weil ich bin in Homburg geboren, im Saarland. Ja? Und mein ganzer Name ist Joachim Philipp Maria Meyerhoff. Oh, ich nenne dich Maria. Und da, fand ich das so toll, dass ich gerne Philipp Maria Meyerhoff dachte ich, ja. Und dann dachte ich aber, wegen Homburg nenne ich mich Künstlername Philipp Maria von Homburg. Oh, toll. Ja? Und da hat mein Vater aber gesagt, so gut muss er erst mal werden. Und dann habe ich das aber so mir als Pseudonym, habe ich mir das irgendwie überlegt. Ich heiße Philipp Maria von Homburg. Und dann dachte ich, das ist auch ein guter Name, wenn ich mal beim Straßenbahn schwarz fahren, ja, erwischt werden, U-Bahn fahren. Glauben Sie, wer Sie sind? Genau, und dann ich bin ich schließlich. Und dann bin ich, da habe ich ewig, bin ich immer rumgefahren, wusste gar nicht, wohin ich wollte, ja, bis ich mal erwischt werde, ja, und weil ich den Namen sagen wollte. Und dann wie heißen Sie? Habe ich gesagt, ja, Philipp Maria von Homburg. Und wann sind Sie geboren? Und darüber hatte ich nicht nachgedacht, weil ich sozusagen ein falsches Geburtsdatum nennen wollte. Ist gleich. Und dann habe ich ein Geburtsdatum einfach so gesagt. Und dann war ich so stolz. Und dann kam der wieder zurück. Ja, und hat gesagt, so haben einen Zettel, wann sind Sie noch mal geboren? Und ich so, Mitte Mai. und dann musste ich schon mit auf die Wache. Das ist ganz schön, aber dann sollst du was trinken.
Ja, so kann es gehen, wenn man andere Namen gerne. Wir würden ein Bier nehmen. Ich würde, glaube ich, noch so ein Frauengetränk nehmen. Und würde nur so ein, ja, dann haben wir ja unser Gedeck zusammen. Joachim, ich kenne dich noch gar nicht so wahnsinnig lange. Aber als ich dann von dir gehört habe, habe ich alles verschlungen. Und ich schlafe jeden Abend nicht physisch mit dir ein, aber mit deiner Stimme. Weil du hast ja diese Wahnsinnsstimme. Die macht einen, glaube ich, fertig, wenn man mit dir verheiratet ist. Aber wenn man dich als Hörbuch hört, ist es natürlich großartig. Ja, sagt meine Freundin ganz oft, du bist nicht auf der Bühne. Ach, ja, ja, wenn ich beim Frühstück sage, gib mir mal die Marmelade, ja, oder so, dann kann ich noch mal das Salz. Oder so, du hast gerade nicht Vorstellung. Du kannst normal mit mir reden. Ja, weil ja, und das ist jetzt, natürlich. Jetzt habe ich auch gerade ein Baby, ja, das ist mein Baby, habe ich gerade, ist 8 Monate, muss ich mal versuchen, ganz leise zu sprechen, weil es sonst Angst kriegt von mir. Ja, natürlich. Aber es fällt mir schwer. Wollen wir noch mal rausgehen? Na, du Kleiner! Na, du Süßer! Komm, wir gehen. Du bist halt so niedlich! Komm, wir gehen noch mal. Sag ich so, genau. Komm, wir gehen noch mal raus. Und mir wird ja immer so, wenn ich so leise spreche oder auch so bedächtig, werde ich ganz furchtbar nervös. Okay. Ja, dann musst du mir dich auf die Waschmaschine setzen. Ja, dann kann ich, mittlerweile komme ich ja selber hoch. Das, ja, kannst selber anschalten. Machst du das noch manchmal privat für dich, sich auf die Aber Maschine wirklich nur, wenn keiner da ist. Ja, also, das sind so die wirklichen Geheimnisse. Dann setze ich mich schon mal noch ganz selten, aber nicht mehr öffentlich. Im Waschsalon, schon lange nicht mehr. Und also das heißt, dann war das Buch 1, das habe ich jetzt als Hörbuch, dann kam Buch 2 und ich denke, mein Gott, der hat immer noch was zu schreiben. Und zwar, wann wird es dann nicht wieder so schön, wie es noch nie war? So genau, ne? Genau, so, das ist gut. Ja, zweites Buch, eigentlich für mich ehrlich gesagt noch toller als das erste, aus dem Grund, weil es näher an dem dran ist, weil das so eine norddeutsche Geschichte ist, dein Papa. Der ist Psychotherapeut, Psychiater. Psychiater einfach, wie man es heute nur noch... Prost. Ja? Ja, komm. Das muss doch genau dein Tempo hier jetzt sein. Ja, gut, weiter. Laut und schnell. Ja, ist gut. Also diese Anstalt, wo du als Kind mit deinen beiden Brüdern groß geworden bist, die heißt Hesterberg oder Hesterberg? Hesterberg, ja. Hesterberg. Hesterberg. Dein Papa war der Chef, Klinikchef, das heißt Psychiater. Genau, und direkt. Und die Kids und mit euch waren 1500, ganz früher hat man gesagt, Idioten würde man heute natürlich nie mehr sagen. Nein, psychisch aber, Kranke, genau. Verschiedene körperliche Behinderungen, verschiedene psychische Erkrankungen. Also das war alles, damals eben alles zentral, das ganze Spektrum von dem, was schieflaufen kann. Aber ganz am Anfang hieß es doch auch mal Idiotenanstalt, ne? Wo man so ein bisschen. Ja, das hatte so durch die Jahrhunderte völlig verschiedene Namen. Das hieß dann irgendwie Verrückten-Aufbewahrungsstätte, Idiotenanstalt, Kinder- und Idiotenanstalt. Also bitterböse, schreckliche Namen. Man kann so sehen über die Jahre, wie sich das politisch Korrekte so durchgearbeitet hat. Bis heute. Und wie heißt sie heute jetzt? Berlin Tag und Nacht. Jetzt heißt sie Kinder- und Jugendpsychiatrie. Aber man muss dazu sagen, jetzt wird sie eben auch schon langsam aufgelöst, weil man diese Verwahranstalten, also mit so vielen Patienten an einem Ort eigentlich auch gar nicht mehr macht. Okay, du bist ja damals, das finde ich ja auch so, ich habe mal, also meine Highlights, wo ich immer aufhören musste zu hören oder zu lesen, weil ich nicht mehr konnte, erzählen. Du bist dann auf Klassenfahrt gefahren, wie wir das alle kennen. Aber weil du ja quasi in der Psychiatrie groß geworden bist, hast du denn immer gesagt, du hattest eigentlich einfach nur ganz Heimweh, wie wir das alle kennen, ne? Aber du hast dann gesagt, ich muss nach Hause. Weil, ja, ich war natürlich von dem Mittagstisch total infiziert und gut gebildet mit diesen ganzen Krankheitsdiagnosen. Mhm. Und die konnte ich dann auch immer für mich in Anspruch nehmen. Und auf dem Skiurlaub, wenn es da mir irgendwie nicht gefiel, habe ich dann gesagt, ich bin manisch-depressiv. Ja, da war ich aber 8. Ja, und dann hat der Skilehrer gesagt, was bitte? Ja, ich bin manisch-depressiv. Jetzt hab ich gerade meine manische Phase. Oh. Aber morgen beginnt die depressive Phase und ich muss sofort abgeholt werden. Und dann hat mein Vater mit mir telefoniert, der Skilehrer hat dann gesagt, ja, ihr Sohn, der hat gesagt, der ist manisch-depressiv. Dann hörte ich schon am Telefon, was hat er gesagt? Und dann hat er gesagt, was hat er gesagt? Ja, Papa, hol mich bitte ab. Ich wollte nur nach Hause, ja, in meine Psychiatrie zurück. Und der hat aber natürlich auch das Schreien der Patienten gefehlt, sagst du. Du hast so schlecht geschlafen, weil keiner genau, mehr geschrien hat. Also das ist tatsächlich so. Und immer, wenn ich die Geschichte, also wenn ich darüber nachdenke oder das erzähle, wundere ich mich immer, weil das tatsächlich so stimmt, bis jetzt, ja. Es war wirklich so, dass unser Haus inmitten dieser riesigen Psychiatrie ja war und drumherum diese uralten Gebäude, wirklich schreckliche Gebäude, die auch jetzt mittlerweile alle geräumt sind, weil sie so furchtbar waren. Und da waren halt diese 1500 Patienten und haben nachts geschrien. Na klar. Und ich habe das als Kind geliebt.
Weil ich fand das, hat sich das beruhigt? Nein, ich fand das einfach unglaublich aufregend. Das war wie so eine Partitur in der Nacht. Ein Schreikonzert des Wahnsinns. Ja? Und ich kannte einzelne Schreie und wie die sich verbunden haben, wer da je gegeneinander, wie die sich anfeuerten. Hast du mitgeschrien manchmal? Nein, ich brauchte eben da nicht schreien selber. Und der Bauchnabel, was war mit dem Bauchnabel von deinem Papa? Ah, der Bauchnabel von meinem Vater, der war für mich ein Faszinosum. Ich habe ihn sehr geliebt, ja, weil er so tief lag. Und ich diesen Bauch so unglaublich mochte. Ja? War der dick? Ja, der war schön, also der war von hinten, war ja ganz schmal und so. Also in dem Buch nenne ich das Frontfett. Ja? Der war sozusagen nur, von hinten war er ganz schmal und hatte eine tolle Silhouette. Aber dann, sobald er sich sozusagen dreidimensional wurde, war das Ganze irgendwie recht üppig. Und wenn der mit mir an der Ostsee war, ja, und schwimmen ging und dann sich in die Sonne legte, dann habe ich das so wahnsinnig geliebt, an der Ostsee nach Donnerkeilen zu suchen. Das sind diese spitzen, schönen kleinen Dinger, diese Versteinerungen. Und dann wollte ich immer nicht weg. Und dann war immer in seinem tiefen Bauchnabel noch ein bisschen Wasser drin. Und dann war unsere Abmachung, dass wir nach Hause gehen, wenn das Wasser im Bauchnabel verdunstet ist. Und so vergingen die Strand. Und deswegen war das für mich immer eigentlich eine Bedrohung, wenn der angekündigt hat, er will abnehmen. Weil abnehmen hieß Verringerung der Strandzeit. Oh Gott, ja, 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 klar. Und stimmt es? Dass dein Papa einen Po-Lappen hatte. Also oh Gott. Nein, ein Po-Lappen heißt, wir hätten jetzt früher einfach gesagt Waschlappen, ne? Ja, es gab diesen besonderen Lappen. Und dieser Lappen war gefürchtet. Weil sozusagen auch, meine Brüder sozusagen mir drohten, wenn ich irgendwie das Fahrrad nicht reparierte, mich mit diesem Lappen zu jagen oder so, ja. Und davor hatte ich höllische Angst, ja. Es war ein Druckmittel, aber es war in der Palette der Druckmittel, war es noch nicht das Schlimmste. Was war denn das Schlimmste? Also eine Zeit lang war für mich das Schlimmste, es klingt jetzt natürlich für lange nicht so schlimm, für mich aber viel schlimmer war es, als ich dann endlich lesen konnte, habe ich diese drei Fragezeichenbücher so unglaublich gerne gelesen, Hitchcock. Und da steht immer ganz am Ende die Lösung. Ich brauchte aber 3 Monate für das ganze Buch. Da hat mein Bruder nur die Lösung hinten gelesen und hat gesagt, wenn du das jetzt nicht sofort machst, dann sage ich dir, wer das war. Ja, und dann habe ich aber sowas von gespurt und da hätte ich auch gerne mal was mit dem Po-Lappen gemacht. Oh nein! Ja, aber da, das war für mich so gemein. Und dann war es für mich aber so ein Triumph, dass ich dann ganz schnell gelesen habe. Tag und Nacht durch diesen Druck. Und wenn er dann gekommen ist und sagt, so, wenn du jetzt nicht die Meerschweinchen sauber machst, sage ich dir, wer der Mörder ist. Und dann habe ich gesagt, kannst du mir schon sagen, ich habe schon zu Ende gelesen. Und dann war ich, wieder gerettet. Aber wie viel Gemeinheit, ne? Wie viel Gemeinheit es unter Geschwistern gibt, ist es wirklich Wahnsinn. Ja, aber diese Gemeinheit, bei uns war das oft, das wirst du dann auch kennen, mit den Geschwistern, es war ja oft dann auch so lustig. Und es ging immer daran, diesen Punkt des Lustigen auszureizen, bis man dann irgendwie so drüber war. Wir haben oft auch Tränen gelacht. Wir haben zum Beispiel immer dieses Nachsprechen, was der andere sagt. Genau. Das haben wir bis zum Wahnsinn gemacht. Ja? Bis 12 Stunden, bis alle komplett gaga waren. Ja? Und dann wurde man hysterisch. Und ich finde, so ein Grad von Hysterie ist ein gutes Bindemittel für Familie. Als ihr denn, oder ja, ihr Jungs, dann eure ersten Freundinnen mit nach Hause genommen habt, dann hat deine Mutter, die ich jetzt eigentlich für relativ loyal und cool gehalten habe, aber alles angestellt, um euch beim ersten Sex so ungefähr zu stören. Und hat ständig die Klospülung gezogen? Nein, also es war erstmal so, dass das für mich in Erinnerung erstmal so ein Klanggebilde war, weil wir alle sehr unterschiedliche Musiken gehört haben. Und wir waren alle so 3 Jahre auseinander. Und so, und dann war irgendwie, sobald die Platten ausgingen, die Schallplatten in den Zimmern ausgingen, da wurde dann meine Mutter nervös, dass da in allen 3 Zimmern irgendwie so rumgemummelt wurde. Rumgemacht wurde. Ja. Und dann hörte man draußen eben auch noch die Patienten schreien. Das darf man nicht vergessen zu dem Ganzen. Und der Hund wurde verrückt und bellte, wie am Spieß. Ja? Und dann ging meine Mutter noch rum und zog immer die Klospülung aus irgendeiner Übersprung. So ein Grundgeräusch. Ja, es war so ein Grundgeräusch. Ein störendes Geräusch, das passiert was. So. Hat es denn geholfen? Für was bitte? Um nicht mehr weiterzumachen, sondern zu sagen, oh mein Gott. Wie hast du dich denn dann konzentriert, trotzdem zu können? Na, ich weiß, also in dieser Zeit war es noch so, dass mein Vater zu mir, der war ja irgendwie viel offener, das ist ja bei dieser Generation oft so, dass die viel offener waren, als ich es wahrscheinlich jemals schaffen werde. Mein Vater hat ganz offen immer zu mir gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, als ich so 12 war, aber die Hosen bleiben zu. Hat er zu mir gesagt. Eine gute Ansage. Eine gute Ansage. Und habe ich mich eigentlich bis Mitte 30 dran gehalten. Was
ich so lustig finde, du bist ja im Burgtheater und du bist im Schauspielhaus in Hamburg. Aber im Burgtheater, wenn man da fest angestellt ist, dann wird man, und ich bin total neidisch da drauf, wenn man tot ist, einmal um Wien rumgefahren im Sarg auf dem Fiaker. Stimmt das? Nein, nicht um Wien, ums Burgtheater. Ach so, ich dachte einmal um die ganze Stadt, sechs Stunden. Nein, nicht nur ums Burgtheater drumherum. Und man muss irgendwie dann schon, glaube ich, Kammerschauspieler sein. Also man muss höhere Weihen haben. Ach, du hast es nicht dann? Du bist nein, weil da sind ja wirklich immer noch viele Schauspieler und da sterben auch viele. Und das wäre immer ein Auto unterwegs. Also deswegen, es ist sozusagen nur so ein paar Auserwählte werden da. Aber wer dann denn ist zum Beispiel so die Großen, die wirklich auch Wiener sind? Naja, das letzte ist halt irgendwie sehr dramatisch gewesen. Wirklich ein so Voss. Großer, ja genau, ja, der Voss, ja. Der größte Schauspieler, den das Wiener Burgtheater hatte, ist relativ jung leider verstorben. Und dann ist es sehr ergreifend, weil es auch irgendwie absurd, ein absurdes Ritual ist, mit so einer schwarzen Kutsche. Warst du dabei? Bist du mitgegangen dann? Nein, ich war nicht da. Wärst du sonst mitgegangen? Oder ja, dann gehen alle dann mit. Da gehen dann alle die mit. Wiener die Wiener sind so toll, weil die haben so keine Angst vor dem Morbiden. Irgendwie. Die gehen mit dem Tod so irgendwie cooler um, finde ich. Ja, sie gehen also so sinnlicher damit um. Für sie ist das nach wie vor sozusagen ein sinnlicher Teil. Ja? Und der ist da auch sehr humorvoll oft. Ja? Also ja. Sie bewältigen den. Und das ist auch in den österreichischen Schriftstellern ja sehr stark und so. Und seltsamerweise habe ich das Gefühl, weil ich jetzt zwischen Hamburg und Wien. Also, dass Hamburger jetzt morbiden Humor haben, kann man vielleicht nicht sagen. Aber trotzdem gibt es eine Gemeinsamkeit. Es gibt irgendwas Ähnliches. Apropos Gemeinsamkeit. Ich würde gerne noch ein Lied hören von meiner Lieblingsband. Und deswegen sage ich noch mal, Britney, are you all right to do another song? I'm all right. Yes, I'm so happy. Alabama Shake! Woo!
Alabama shakes! My heart springs to the sky and will not come back to break. This feeling is the name of the song and Sound and Color is the name of the album. Alabama shakes! I'm in love! And Brittany, I want to marry you! Du bist ja überhaupt kein Musiker, ne, Joachim? Nein. Und hörst du trotzdem, dass es geile Musik ist? Ja, das höre ich tatsächlich sofort. Aus irgendeinem Urinstinkt heraus höre ich das sofort. Aber ist es nicht so, dass alle Schauspieler irgendwann in ihrer Karriere, wenn sie kein Buch schreiben, oder am besten noch ein Buch schreiben, aber auch eine CD machen, jetzt singt er auch noch? Nee, also bei mir ist da keine Gefahr. Ich kann Wie das kommt das? Na, das hat irgendwie ganz früh angefangen schon, dass ich nicht singen konnte. Aber du bist Schauspieler, die müssen doch auch ständig irgendwie auf der Bühne singen. Alle Schauspieler, die je hier waren, haben gesagt, oh, ich kann das. Man hat doch mal irgendein also, Lied. Bei mir war das irgendwie ganz gut sogar, weil ich dadurch nicht in irgendwelchen Provinznestern, wo ich ja auch viel Theater gespielt habe, dann so in der Rocky Horror Picture Show mitmachen musste. Okay. Da war ich eigentlich immer ganz froh. Und es war aber bei mir tatsächlich schon so, dass es schlimmer war, als dass nur ich nicht singen konnte selber. Ja. Sondern wenn ich mitgesungen habe, konnten plötzlich auch alle anderen nicht mehr singen. Weil du natürlich... Alle ja, weil ich scheinbare Melodien, Melodien infiziere. Die Psychiatrie aber haben sich beschwert dann auch. Nein, es war wirklich so. Ich war in der Grundschule und es wurde gesungen. Es wurde gesungen in der Grundschule irgendwie O Tannenbaum. Und dann habe ich mitgesungen und dann wurde gesagt, Joachim, hör bitte auf, mitzusingen. Da hat die Lehrerin wieder angefangen und hat gemacht, O Tannenbaum, und wusste nicht mehr, wie die Melodie ging. Ich konnte selbst O Tannenbaum eliminieren. Aber du hast gesagt, du kannst irgendwas mit zwei Blockflöten und mit deinen Nasenlöchern. Das ist absurd. Können wir das machen? Ist toll. Ja, und zwar war es so, dass ich dann Blockflöteunterricht hatte. Ich weiß nicht, um mich zu quälen oder um mich dann doch noch irgendwie musikalisch zu erziehen. Und ich habe nur Ist dein Mann in den Brunnen gefallen gelernt, ja? Das habe ich jetzt auch nicht. So, das geht ja nur so. Ist dein Mann ne? in Bonn? Ist dein Mann in Brunnen? Es geht nur so. Nicht in Bonn. Ja, okay, ne? Das war das Einzige, was ich konnte. Und dann habe ich aber... Können wir noch keinen Applaus für geben, aber... Nein, das wird auch für diese Nummer keinen Applaus nötig haben. Ja, das geht ohne Applaus. Und dann habe ich aber nicht mich dazu aufberufen gefunden, weitere Stücke zu lernen, sondern die anders zu spielen. Und dann habe ich, das ist jetzt mein Können, das kann ich, seitdem ich 7 bin, kann ich jetzt mit der Nase spielen. Das ist ein Applaus! Ja, aber jetzt! Aber jetzt kommt's! Und dann im dritten Jahr Flöteunterricht. Konnte ich das dann so? So. Und zu mehr hat es nie gelangt. Aber Hammer! Kein Buch, jetzt du! Vorsicht! Und was siehst du lustig? Sag mal, wenn du das Rektal kannst, kannst du auch zu RTL 2. Oh Gott! Oh Jungs, ich finde, wir können. Ich weiß, wir wollen jetzt. Ich will jetzt Folgendes noch ganz kurz sagen. Weil ihr so toll seid, gebt mir jeweils eine Hand. Also, Schläferz. Ja, das gibt's ist noch wieder neue Folgen, ich sage wieder nicht, aber es gibt jetzt mit läuft schon die ganze Kollegen Zeit mit Peter Rütten, ja, jeden Freitag, Viertel nach 10, betreutes Filme gucken. Und das macht wirklich wichtig. Spaß. Jungs, betreutes Filme gucken. Mit Trinkspiel, scheiß Filme gucken und dabei Spaß haben. Das ist wirklich richtig geil. Das und wir richtig warten, Spaß. Es ist Juli, auf dein drittes Buch. Das wird im Herbst wahrscheinlich genau, kommen. Genau, im Herbst kommt das dritte Buch. Und ihr seid so toll. Ich bin in beide verliebt, aber ich könnte mich nicht entscheiden. Würdet ihr mich fragen, wen von euch ich verliebt? Heiraten würde? Und ich bin auch noch in Britney. Ja, verliebt. Und soll ich euch sagen, was das Allerschlimmste ist? Jetzt kommt eine Band, die ich auch ganz, ganz toll finde und die auch noch einen super Song singen über Bologna. Bitte begrüßt mit mir Wanda! Mit meiner Cousine.
eine Hand. Also, Schläferz. Ja, das gibt's ist noch wieder neue Folgen, ich sage wieder nicht, aber es gibt jetzt mit läuft schon die ganze Kollegen Zeit mit Peter Rütten, ja, jeden Freitag, Viertel nach 10, betreutes Filme gucken. Und das ist wirklich wichtig. Spaß. Jungs, betreutes Filme gucken. Mit Trinkspiel, scheiß Filme gucken und dabei Spaß haben. Das ist wirklich richtig geil. Das und wir richtig warten, Spaß. Es ist Juli, auf dein drittes Buch. Das wird im Herbst wahrscheinlich kommen. Genau, im Herbst kommt das dritte Buch. Und ihr seid so toll. Ich bin in beide verliebt, aber ich könnte mich nicht entscheiden. Würdet ihr mich fragen, wen von euch ich heiraten würde? Und ich bin auch noch in Britney verliebt. Und soll ich euch sagen, was das Allerschlimmste ist? Jetzt kommt eine Band, die ich auch ganz, ganz toll finde und die auch noch einen super Song singen über Bologna. Bitte begrüßt mit mir Wanda! Austausch. Wessen Blut hast du bekommen? Und das jetzt weiß ich nicht. Und da sagte mein Opa damals immer, ne, weil ich meine, sagte, der Junge hat Zigeunerblut bekommen. Ja. Aber auf jeden Fall, vielleicht war es auch Vampirblut oder so. Auf jeden Fall bin ich deswegen schon immer nachtaktiv gewesen. Und stimmt das mit der Valium-Schorle? Es kam ein Arzt, weil der nicht glaubte, dass ich nicht schlafe. Und so wird es mir erzählt. Also wie gesagt, ich war dabei, ich kann mich aber nicht mehr so erinnern. Ich war also erst ein paar Wochen alt. Und er kam dann und hat mir eine Valium Schorle, also irgend so eine Valium-Infusion gegeben, damit ich ein bisschen so, ne, für Kinder... Unvorstellbar so, ja, heute. Aber war damals so, hat er gegeben und hat dabei gesessen und ich habe trotzdem nicht geschlafen. Oh. Und er hat also deswegen, die konnten mich nicht mal mit Drogen runterkriegen und deswegen, und das wird eben immer noch erzählt und daran habe ich aber nicht gesehen, dass es eben, dass es wahrscheinlich angeboren ist, also ich kann nichts dafür. Aber du bist ja dann vom TV-Kind quasi zum TV-Kritiker geworden und zwar jetzt seit 25 Jahren, voll lang. Ja, das ist ganz schön lang. Und du schimpfst ja eigentlich die ganze Zeit, schimpf. Ja, aber es ist ja nicht nur Schimpfen und Meckern. Echt? Es ist ja so, es kommt ja daher, dass ich eigentlich Fernsehen liebe. Also weil ich damit aufgewachsen bin und weil ich Fernsehen toll finde. Ja. Und dann irgendwann habe ich nur gemerkt, es ist ja auch so viel Furchtbares da. Also man verarscht uns ja auch. Ja, klar. Und irgendwann in den 90ern, als eben Privatfernsehen dazukam und alles mehr wurde und sich alles veränderte halt, da merkte man halt jetzt so, da ist wirklich jetzt viel. Das ist aber nicht so, wie ich mir mein Fernsehen irgendwie mal vorgestellt habe. Also da wurde ich dann so ein bisschen sauer. Und daraus entstand, aus dieser ehrlichen Wut heraus, dass aber gleichzeitig ja nicht in der Form, dass ich da nur rumgehe und sage, alles scheiße, ich will es eben so machen, dass es den Leuten Spaß macht. Und ich finde es eben gut, weil man kann eben auch Humor ja als Waffe benutzen und indem man eben zeigt, was daran lustig ist. Und wenn man dann vielleicht nochmal selber nachgedacht hat und beim nächsten Mal, wenn man guckt, dann denkt, okay, das habe ich doch gerade so gesehen, so ist das doch eigentlich gemeint, da lasse ich mich jetzt nicht mehr verarschen, dann hat es noch einen guten Zweck gehabt. Guckt von euch jemand nachmittags RTL? Nein.
Sonst Musiker, müssen wir jetzt einen Arzt rufen. Hand aufs Herz, guckt ihr manchmal nachmittags RTL? Also diese Sendungen, diese... Guck aber auch nicht ARD nachmittags. Aber wenn du dann die Sendung verarscht, wer guckt es denn, dass du es verarscht? Also ich habe nur so drei Beispiele mal rausgesucht, weil die besonders absurd gar nicht nachvollziehbar waren. Ja. Einmal eine Frau, die war käsesüchtig. Ja, ey, die war gerade jetzt wieder im zweiten Teil. Das war so eklig. Du hast den zweiten Teil noch nicht gesehen. Doch, jetzt den habe ich mir auf deiner Facebook-Seite angeguckt. Wo sie sich mit Käse, mit Schmelzkäse das Gesicht einschmiert, so eine Wellnessbehandlung macht und im Käse badet, ne, und sich Käsetee aufbrüht. Aber die liegt am Schluss unterm Bett und hat ein Babybell, der unters Bett gerollt ist, nimmt sie und isst unterm Bett. Und bleibt stecken. Bleibt stecken, weil sie zu viel Käse gegessen hat. Ja. Jetzt frage ich dich, wer denkt sich denn solche Geschichten aus? Da muss man doch im Sitzen bei der Redaktion, wenn es sowas wie eine Redaktion gibt, muss man doch sagen, ey, das können wir nicht machen. Ich glaube, die haben in irgendeiner geschlossenen Psychiatrie... Bei den Brüdern groß geworden bist, die heißt Hesterberg oder Hesterberg? Hesterberg, ja. Hesterberg. Hesterberg. Dein Papa war der Chef, Klinikchef, das heißt Psychiater. Genau, und direkt. Und die Kids und mit euch waren 1500. Ganz früher hat man gesagt, Idioten würde man heute natürlich nie mehr sagen. Nein, psychisch Kranke, verschiedene körperliche Behinderungen, verschiedene psychische Erkrankungen. Also das war damals eben alles zentral, das ganze Spektrum von dem, was schieflaufen kann. Aber ganz am Anfang hieß es doch auch mal Idiotenanstalt, ne? Wo man so ein bisschen durch die Jahrhunderte völlig verschiedene Namen. Das hieß dann irgendwie Aufbewahrungsstätte, Idiotenanstalt, Kinder- und Idiotenanstalt. Also bitterböse, schreckliche Namen. Man kann so sehen über die Jahre, wie sich das politisch Korrekte so durchgearbeitet hat. Bis heute. Und wie heißt sie heute jetzt? Berlin jetzt Tag heißt und Nacht. Jetzt heißt sie Kinder- und Jugendpsychiatrie. Aber man muss dazu sagen, jetzt wird sie eben auch schon langsam aufgelöst, weil man diese Verwahranstalten, also mit so vielen Patienten an einem Ort eigentlich auch gar nicht mehr macht. Okay, du bist ja damals, das finde ich ja auch so, ich habe mal also meine Highlights, wo ich immer aufhören musste zu hören oder zu lesen, weil ich nicht mehr konnte, erzählen. Du bist dann auf Klassenfahrt gefahren, wie wir das alle kennen. Aber weil du ja quasi in der Psychiatrie groß geworden bist, hast du denn immer gesagt, du hattest eigentlich einfach nur ganz Heimweh, wie wir das alle kennen, ne? Aber du hast dann gesagt, ich muss nach Hause. Weil ich war natürlich von dem Mittagstisch total infiziert und gut gebildet mit diesen ganzen Krankheitsdiagnosen. Mhm. Und die konnte ich dann auch immer für mich in Anspruch nehmen. Und auf dem Skiurlaub, wenn es da mir irgendwie nicht gefiel, habe ich dann gesagt, ich bin manisch-depressiv. Ja, da war ich aber 8. Ja, und dann hat der Skilehrer gesagt, was bitte? Ja, ich bin manisch-depressiv. Jetzt hab ich gerade meine manische Phase. Oh. Aber morgen beginnt die depressive Phase und ich muss sofort abgeholt werden. Und dann hat mein Vater mit mir telefoniert, der Skilehrer hat dann gesagt, ja, ihr Sohn, der hat gesagt, der ist manisch-depressiv. Dann hörte ich schon am Telefon, was hat er gesagt? Und dann hat er gesagt, was hat er gesagt? Ja, Papa, hol mich bitte ab. Ich wollte nur nach Hause, ja, in meine Psychiatrie zurück. Und der hat aber natürlich auch das Schreien der Patienten gefehlt, sagst du. Du hast so schlecht geschlafen, weil keiner mehr geschrien hat. Also das ist tatsächlich so. Und immer, wenn ich die Geschichte, also wenn ich darüber nachdenke oder das erzähle, wundere ich mich immer, weil das tatsächlich so stimmt, bis jetzt, ja. Es war wirklich so, dass unser Haus inmitten dieser riesigen Psychiatrie war und drumherum diese uralten Gebäude, wirklich schreckliche Gebäude, die auch jetzt mittlerweile alle geräumt sind, weil sie so furchtbar waren. Und da waren halt diese 1500 Patienten und haben nachts geschrien. Na klar. Und ich habe das als Kind geliebt. Weil ich fand das, hat sich das beruhigt? Nein, ich fand das einfach unglaublich aufregend. Das war wie so eine Partitur in der Nacht, ein Schreikonzert des Wahnsinns. Ja? Und ich kannte einzelne Schreie und wie die sich verbunden haben, wer da gegeneinander, wie die sich anfeuerten. Hast du mitgeschrien manchmal? Nein, ich brauchte eben da nicht schreien selber. Und der Bauchnabel, was war mit dem Bauchnabel von deinem Papa? Ah, der Bauchnabel von diesen ganzen Krankheitsdiagnosen. Mhm. Und die konnte ich dann auch immer für mich in Anspruch nehmen. Und auf dem Skiurlaub, wenn es da mir irgendwie nicht gefiel, habe ich dann gesagt, ich bin manisch. Depressiv. Ja, da war ich aber 8. Ja, und dann hat der Skilehrer gesagt, was bitte? Ja, ich bin manisch-depressiv. Jetzt hab ich gerade meine manische Phase. Oh. Aber morgen beginnt die depressive Phase und ich muss sofort abgeholt werden. Und dann hat mein Vater mit mir telefoniert, der Skilehrer hat dann gesagt, ja, ihr Sohn, der hat gesagt, der ist manisch-depressiv. Dann hörte ich schon am Telefon, was hat er gesagt? Und dann hat er gesagt, was hat er gesagt? Ja, Papa, hol mich bitte ab. Ich wollte nur nach Hause, ja, in meine Psychiatrie zurück. Und der hat aber
aber natürlich auch das Schreien der Patienten gefehlt, sagst du. Du hast so schlecht geschlafen, weil keiner mehr geschrien hat. Also das ist tatsächlich so. Und immer, wenn ich die Geschichte, also wenn ich darüber nachdenke oder das erzähle, wundere ich mich immer, weil das tatsächlich so stimmt, bis jetzt. Ja? Es war wirklich so, dass unser Haus inmitten dieser riesigen Psychiatrie war. Und drumherum diese uralten Gebäude, wirklich schreckliche Gebäude, die auch jetzt mittlerweile alle geräumt sind, weil sie so furchtbar waren. Und da waren halt diese 1500 Patienten und haben nachts geschrien. Na klar. Und ich habe das als Kind geliebt. Weil ich fand das, hat sich das beruhigt? Nein, ich fand das einfach unglaublich aufregend. Das war wie so eine Partitur in der Nacht, ein Schreikonzert des Wahnsinns. Ja? Und ich kannte einzelne Schreie und wie die sich verbunden haben, wer da je gegeneinander, wie die sich anfeuerten. Hast du mitgeschrien manchmal? Nein, ich brauchte eben da nicht schreien selber. Und der Bauchnabel, was war mit dem Bauchnabel von deinem Papa? Ah, der Bauchnabel von meinem Vater, der war für mich ein Faszinosum. Ich habe ihn sehr geliebt, ja, weil er so tief lag. Und ich diesen Bauch so unglaublich mochte. Ja? War der dick? Ja, der war schön, also der war von hinten, war ja ganz schmal und so. Also in dem Buch nenne ich das Frontfett. Ja? Der war sozusagen nur, von hinten war er ganz schmal und hatte eine tolle Silhouette. Aber dann, sobald er sich sozusagen dreidimensional wurde, war das Ganze irgendwie recht üppig. Und wenn der mit mir an der Ostsee war, ja, und schwimmen ging und dann sich in die Sonne legte, dann habe ich das so wahnsinnig geliebt, an der Ostsee nach Donnerkeilen zu suchen. Das sind diese spitzen, schönen kleinen Dinger, diese Versteinerungen. Und dann wollte ich immer nicht weg. Und dann war immer in seinem tiefen Bauchnabel noch ein bisschen Wasser drin. Und dann war unsere Abmachung, dass wir nach Hause gehen, wenn das Wasser im Bauchnabel verdunstet ist. Und so vergingen die Strand. Und deswegen war das für mich immer eigentlich eine Bedrohung, wenn der angekündigt hat, er will abnehmen. Weil abnehmen hieß Verringerung der Strandzeit. Oh Gott, ja, klar. Und stimmt es? Dein Papa einen Po-Lappen hatte. Also oh Gott. Po-Lappen heißt, wir hätten jetzt früher einfach gesagt Waschlappen, ne? Ja, es gab diesen besonderen Lappen. Und dieser Lappen war gefürchtet. Weil sozusagen auch meine Brüder sozusagen mir drohten, wenn ich irgendwie das Fahrrad nicht reparierte, mich mit diesem Lappen zu jagen oder so, ja? Und davor hatte ich... Ich freue mich so auf unseren nächsten Gast. Ich bin ein riesen Fan. Ich glaube, er ist das aller wildeste Kind, was Norddeutschland je hervorgebracht hat. Er ist, sag ich mal, schräg, aber auch klug. Sein Lieblingsessen ist Schweinehirn mit Zitrone. Er hat einen Hund als Blutsbruder. Er ist das Beste, was wir jemals an Österreich ausgeliehen haben. Und ich möchte laut sagen, Schauspielhaus in Hamburg. Ich freue mich so auf Joachim Meyerhoff. Joachim Meyerhoff, du coole Socke, du. Hi. Ich freue mich so. Danke für die Einladung. Und ich muss sofort sagen, stimmt es wirklich, dass deine Eltern, dass du früher als blonde Bombe so ADS-krank, so hyperaktiv warst, ja, das dass sie dich, wenn du wieder einen Jähzornanfall hattest, was jetzt schon nicht, ja, dass sie dich auf die laufende Waschmaschine gesetzt haben, anstatt dir Valium zu geben. Ja. Und dabei, Fuchs, du hast sie ganz gestohlen, mit dir gesungen haben. Das stimmt damit nicht ganz. Damit das Kind ruhig ist. Das stimmt nicht ganz. Insofern, weil ich mir den Text von Fuchs und die ganz gar nicht merken konnte, habe ich irgendeinen Fantasiesong gesungen. Es war vom Fuchs. Und einer ganz, aber nicht mit der Melodie. Melodien konnte ich nicht, war ich zu aufgeregt für. Aber dann war das gar nicht la, da, geben Sie wieder her. Nein. Was war denn das für ein Lied über Fuchs und Gans? Das war einfach eine Katastrophe. Also meine Mutter hat mich dann versucht, vom Boden aufzuheben, weil ich so gezappelt habe. Und dann in irgendeinem Erschöpfungsmoment hat sie zugegriffen und mich auf die Waschmaschine gesetzt, sie angemacht, obwohl keine Wäsche drin war, auf den Schleudergang gestellt. Ich war da drauf und so. Und dann habe ich so da gesessen und gesagt, es war ein Fuchs, der hatte einen Freund. Es war eine Gans und die trafen sich öfter und haben dann geredet. Und das ging stundenlang so, ja, stundenlang. Und meine Brüder, und wenn ich auf Autofahrten war, haben meine Brüder darauf bestanden, dass ich einen Vertrag unterschreibe, dass ich nicht singe.
Auf dieser langen Autofahrt, weil sie sonst weil 8 Stunden von Hamburg nach München vom Fuchs und der Gans gehört hätten. Ehrlich? Die wollten ihre Ruhe haben. Und was war jetzt das Krankheitsbild genau? Das war das Tolle an der Zeit, das gab's noch nicht. Nein, es war noch, hatte noch keinen Namen. Das ist so. Es war einfach, ich war ein bisschen aufgeregt. Und warst du auch so schlaflos, wie du schlaflos war? Ja. Oliver, Joachim, Joachim, Oliver. Hallo. Sehr beeindruckt. Das ist auch eine schöne Therapie. Fuchs, du hast die ganz gewaschen auf der Waschmaschine. Ach, haben sie dich dann auch vorne auf die Kühlerhaube gesetzt bei den langen Fahrten? Der hat gemacht, oh Tannebaum. Und wusste nicht mehr, wie die Melodie ging. Ich konnte selbst oh Tannebaum eliminieren. Aber du hast gesagt, du kannst irgendwas mit 2 Blockflöten und mit deinen Nasenlöchern. Das ist absurd. Können wir das machen? Toll. Ja, und zwar war es so, dass ich dann Blockflöteunterricht hatte. Ich weiß nicht, um mich zu quälen oder um mich dann doch noch irgendwie musikalisch zu erziehen. Und ich habe nur Ist dein Mann in den Brunnen gefallen gelernt. Ja? Das habe ich jetzt auch nicht. So, das geht ja nur so. Ist dein Mann in Brunnen? Ist dein Mann in Brunnen. Es geht nur so. Nicht in Brunnen. Ja, okay, ne? Das war das Einzige, was ich konnte. Und dann habe ich aber... Können wir noch keinen Applaus für geben? Aber nein, das wird auch für diese Nummer keinen Applaus nötig haben. Ja, das geht ohne Applaus. Und dann habe ich aber nicht mich dazu aufberufen gefunden, weitere Stücke zu lernen, sondern die anders zu spielen. Und dann habe ich, das ist jetzt mein Können, das kann ich, seitdem ich 7 bin, kann ich jetzt mit der Nase spielen. Und dann im 3. Jahr Flöteunterricht. Konnte ich das dann so? Wenn du das rektal kannst, kannst du auch zu RTL 2. Oh Gott! Oh Jungs, ich finde, wir können... Ich weiß, wir wollen jetzt... Ich will jetzt Folgendes noch ganz kurz sagen. Weil ihr so toll seid, gebt mir jeweils eine Hand. Also, Schläferz. Ja, das gibt's ist noch wieder neue Folgen, ich sage wieder nicht, aber es gibt jetzt mit läuft schon die ganze Kollegen Zeit mit Peter Rütten, ja, jeden Freitag, Viertel nach 10, betreutes Filme gucken. Und das ist wirklich wichtig. Spaß. Jungs, betreutes Filme gucken. Mit Trinkspiel, Scheißfilme gucken und dabei Spaß haben. Das ist wirklich richtig geil. Das und wir richtig warten, Spaß. Es ist Juli, auf dein 3. Buch. Das wird im Herbst wahrscheinlich kommen. Genau, im Herbst kommt das 3. Buch. Und ihr seid so toll. Ich bin in beide verliebt, aber ich könnte mich nicht entscheiden. Würdet ihr mich fragen, wen von euch ich heiraten würde? Und ich bin auch noch in Britney. Ja, und soll ich euch sagen, was das Allerschlimmste ist? Jetzt kommt eine Band, die ich auch ganz, ganz toll finde und die auch noch einen super Song singen über Bologna. Bitte begrüßt mit mir Wanda! Dann setze ich mich schon mal noch ganz selten, aber nicht mehr öffentlich im Waschsalon, schon lange nicht mehr. Und also das heißt, dann war das Buch 1, das habe ich jetzt als Hörbuch, dann kam Buch 2 und ich denke, mein Gott, der hat immer noch was zu schreiben. Und zwar, wann wird es dann nicht wieder so schön, wie es noch nie war? So genau, ne? Genau, so, das ist gut. Ja, zweites Buch. Eigentlich für mich, ehrlich gesagt, noch toller als das erste, aus dem Grund, weil es näher an dem dran ist, weil das so eine norddeutsche Geschichte ist, dein Papa. Der ist Psychotherapeut, Psychiater einfach, wie man es heute nur noch... Prost. Ich hab so das. Prost. Ja, komm. Das muss doch genau dein Tempo hier jetzt sein. Ja gut, oder? Weiter. Laut und schnell. Ja, ist gut. Also diese Anstalt, wo du als Kind mit deinen beiden Brüdern groß geworden bist, die heißt Hesterberg oder Hesterberg? Hesterberg, ja. Hesterberg. Dein Papa war der Chef, Klinikchef, das heißt Psychiater. Genau, und Direktor. Und die Kids und mit euch waren 1500
Ganz früher hat man gesagt, Idioten würde man heute natürlich nie mehr sagen. Nein, psychisch aber, Kranke, genau. Verschiedene körperliche Behinderungen, verschiedene psychische Erkrankungen. Also das war alles, damals eben alles zentral, das ganze Spektrum von dem, was schieflaufen kann. Aber ganz am Anfang hieß es doch auch mal Idiotenanstalt, ne? Wo man so ein bisschen. Ja, das hatte so durch die Jahrhunderte völlig verschiedene Namen. Das hieß dann irgendwie verrückten Aufbewahrungsstätte, Idiotenanstalt, Kinder- und Idiotenanstalt. Also bitterböse, schreckliche Namen. Man kann so sehen über die Jahre, wie sich das politisch Korrekte so durchgearbeitet hat. Bis heute. Und wie heißt sie heute jetzt? Berlin Tag und Nacht. Oh, jetzt heißt sie Kinder- und Jugendpsychiatrie. Aber man muss dazu sagen, jetzt wird sie eben auch schon langsam aufgelöst, weil man diese Verwahranstalten, also mit so vielen Patienten an einem Ort eigentlich auch gar nicht mehr macht. Okay, du bist ja damals, das finde ich ja auch so, ich habe mal, also meine Highlights, wo ich immer aufhören musste zu hören oder zu lesen, weil ich nicht mehr konnte, erzählen. Du bist dann auf Klassenfahrt gefahren, wie wir das alle kennen. Aber weil du ja quasi in der Psychiatrie groß geworden bist, hast du denn immer gesagt, du hattest eigentlich einfach nur ganz Heimweh, wie wir das alle kennen, ne? Aber du hast dann gesagt, ich muss nach Hause. Weil, ja, ich war natürlich von dem Mittagstisch total infiziert und gut gebildet mit diesen ganzen Krankheitsdiagnosen. Mhm. Und die konnte ich dann auch immer für mich in Anspruch nehmen. Und auf dem Skiurlaub, wenn es da mir irgendwie nicht gefiel, habe ich dann gesagt, ich bin manisch-depressiv. Ja, da war ich aber 8. Ja, und dann hat der Skilehrer gesagt, was bitte? Ja, ich bin manisch-depressiv. Jetzt hab ich gerade meine manische Phase. Oh. Aber morgen beginnt die depressive Phase und ich muss sofort abgeholt werden. Und dann hat mein Vater mit mir telefoniert, der Skilehrer hat dann gesagt, ja, ihr Sohn, der hat gesagt, der ist manisch-depressiv. Dann hörte ich schon am Telefon, was hat er gesagt? Und dann hat er gesagt, was hat er gesagt? Ja, Papa, 8. Und dann hat der Skilehrer gesagt, was bitte? Ja, ich bin manisch-depressiv. Jetzt hab ich gerade meine manische Phase. Aber morgen beginnt die depressive Phase und ich muss sofort abgeholt werden. Und dann hat mein Vater mit mir telefoniert, der Skilehrer hat dann gesagt, ja, ihr Sohn, der hat gesagt, der ist manisch-depressiv. Dann hörte ich schon am Telefon, was hat er gesagt? Und dann hat er gesagt, was hat er gesagt? Ja, Papa, hol mich bitte ab. Ich wollte nur nach Hause, ja, in meine Psychiatrie zurück. Und der hat aber natürlich auch das Schreien der Patienten gefehlt, sagst du. Du hast so schlecht geschlafen, weil keiner genau. mehr geschrien also, hat. Also das ist tatsächlich so. Und immer, wenn ich die Geschichte, also wenn ich darüber nachdenke oder das erzähle, wundere ich mich immer, weil das tatsächlich so stimmt, bis jetzt, ja. Es war wirklich so, dass unser Haus inmitten dieser riesigen Psychiatrie ja war und drumherum diese uralten Gebäude, wirklich schreckliche Gebäude, die auch jetzt mittlerweile alle geräumt sind, weil sie so furchtbar waren. Und da waren halt diese 1500 Patienten und haben nachts geschrien, na klar. Und ich habe das als Kind geliebt. Weil ich fand das, hat sich das beruhigt? Nein, ich fand das einfach unglaublich aufregend. Das war wie so eine Partitur in der Nacht, ein Schreikonzert des Wahnsinns. Ja? Und ich kannte einzelne Schreie und wie die sich verbunden haben, wer da je gegeneinander, wie die sich anfeuerten. Hast du mitgeschrien manchmal? Nein, ich brauchte eben da nicht schreien selber. Und der Bauchnabel, was war mit dem Bauchnabel von deinem Papa? Ah, der Bauchnabel von meinem Vater, der war für mich ein Faszinosum. Ich habe ihn sehr geliebt, ja, weil er so tief lag. Und ich diesen Bauch so unglaublich mochte. Ja? War der dick? Ja, der war schön, also der war von hinten, war ja ganz schmal und so. Also in dem Buch nenne ich das Frontfett. Ja? Der war sozusagen nur, von hinten war er ganz schmal und hatte eine tolle Silhouette. Aber dann, sobald er sich sozusagen dreidimensional wurde, war das Ganze irgendwie recht üppig. Und wenn der mit mir an der Ostsee war, ja? Ja, und schwimmen ging und dann sich in die Sonne legte, dann habe ich das so wahnsinnig geliebt, an der Ostsee nach Donnerkeilen zu suchen. Das sind diese spitzen, ja? Schönen kleinen Dinger, diese Versteinerungen. Und dann wollte ich immer nicht weg. Und dann war immer in seinem tiefen Bauchnabel noch ein bisschen Wasser drin. Und dann war unsere Abmachung, dass wir nach Hause gehen, wenn das Wasser im Bauchnabel verdunstet ist. Und so verging die Strand. Und deswegen war das für mich immer eigentlich eine Bedrohung, wenn der angekündigt hat, er will abnehmen. Weil abnehmen hieß Verringerung der Strandzeit. Oh Gott, ja, ja, klar. Und stimmt dein Papa einen Po-Lappen hatte. Also oh Gott. Po-Lappen heißt, wir hätten jetzt früher einfach gesagt Waschlappen, ne? Ja, es gab diesen besonderen Lappen. Und dieser Lappen war gefürchtet. Weil auch meine Brüder sozusagen mir drohten, wenn ich irgendwie das Fahrrad nicht reparierte, mich mit diesem Lappen zu jagen oder so, ja. Und davor hatte ich höllische Angst, ja. Es war ein Druckmittel, aber es war in der Palette der Druckmittel, war es noch nicht das Schlimmste.
Was war denn das Schlimmste? Also eine Zeit lang war für mich das Schlimmste. Das klingt jetzt natürlich für... Im Anfall hattest. Was jetzt schon nicht? Ja. Dass sie dich auf die laufende Waschmaschine gesetzt haben, anstatt dir Valium zu geben. Ja. Und dabei, Fuchs, du hast sie ganz gestohlen, mit dir gesungen haben. Das stimmt nicht damit ganz. Damit was kein Träuchel. Das stimmt nicht ganz. Insofern, weil ich mir den Text von Fuchs und die ganz gar nicht merken konnte, habe ich irgendeinen Fantasiesong gesungen. Es war vom Fuchs... Und einer ganz, aber nicht mit der Melodie. Melodien konnte ich nicht, war ich zu aufgeregt für. Aber dann war das gar nicht la da 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 da, geben Sie wieder her. Was Nein. war denn das für ein Lied über Fuchs und Gans? Das war einfach eine Katastrophe. Also meine Mutter hat mich dann versucht, vom Boden aufzuheben, weil ich so gezappelt habe. Und dann in irgendeinem Erschöpfungsmoment hat sie zugegriffen und mich auf die Waschmaschine gesetzt, sie angemacht, obwohl keine Wäsche drin war, auf den Schleudergang gestellt. Ich war da drauf und so. Und dann habe ich so da gesessen und gesagt, es war ein Fuchs, der hatte einen Freund. Es war eine Gans und die trafen sich öfter und haben dann geredet. Und das ging stundenlang so, ja, stundenlang. Und meine Brüder, oh mein Gott. Und wenn ich auf Autofahrten war, haben meine Brüder darauf bestanden, dass ich einen Vertrag unterschreibe, dass ich nicht singe. Auf dieser langen Autofahrt, weil sie sonst weil acht Brüder Stunden von Hamburg nach München vom Fuchs und der Gans gehört hätten. Ehrlich? Die wollten ihre Ruhe haben. Und was war jetzt das Krankheitsbild genau? Das war das Tolle an der Zeit, das gab's noch nicht. Nein, es war noch, hatte noch keinen Namen. Das ist es war einfach, ich war ein bisschen aufgeregt. Und warst du auch so schlaflos, wie du schlaflos war? Oliver, Joachim, Joachim, Oliver. Hallo. Sehr beeindruckt. Das ist auch eine schöne Therapie. Fuchs, du hast die ganz gewaschen auf der Waschmaschine. Ach, haben sie dich dann auch vorne auf die Kühlerhaube gesetzt bei den langen Fahrten? Dann, nein, absolut. Ich muss im Kombi im Kofferraum beim Hund liegen. Wollen wir dem Oliver zugucken, wie er es schafft, zurückzukommen? Das ist die Frage. Wo soll ich sitzen? Du musst wieder, dahin und ich gehe Mitte und Joachim kommt hier rüber. Oh, warte, Vorsicht. Nenn dich die Freunde eigentlich immer... Ach, guck mal, toll. Elegant. Die machen wir mal darüber. Sag mal, nennt dich deine Friends auch immer alle Joachim? Nein, also mein Kindername ist Jocki gewesen oder Josse. Mein Vater war ein großer Namensgeber. Also ich hatte bestimmt 30 oder so verschiedene Namen immer. Aber wenn ich jetzt sage Joachim, dann passt dieser Name überhaupt nicht zu dir. Nee, ich hatte auch mal den, größten Wahn, kann ich gleich erzählen, ich hatte mal den größten Wahn, weil ich bin in Homburg geboren, im Saarland. Ja. Und ich, mein ganzer Name ist Joachim Philipp Maria Meyerhoff. Oh, ich nenne dich Maria. Und da fand ich das so, toll, dass ich gerne Philipp Maria Meyerhoff, dachte ich, ja. Und dann dachte ich aber, wegen Homburg nenne ich mich Künstlername Philipp Maria von Homburg. Oh, toll. Ne? Und da hat mein Vater aber gesagt, so gut muss er erst mal werden. Und dann habe ich das aber so, mir als Pseudonym habe ich mir das irgendwie überlegt. Ich heiße Philipp Maria von Homburg. Und dann dachte ich, das ist noch ein guter Name, wenn ich mal beim Straßenbahn Schwarzfahren, ja, erwischt werden, U-Bahn. Nur nach Hause, ja, in meine Psychiatrie zurück. Und der hat aber natürlich auch das Schreien der Patienten gefehlt, sagst du. Du hast so schlecht geschlafen, weil keiner genau. mehr geschrien also, hat. Also das ist tatsächlich so. Und immer, wenn ich die Geschichte, also wenn ich darüber nachdenke oder das erzähle, wundere ich mich immer, weil das tatsächlich so stimmt, bis jetzt, ja. Es war wirklich so, dass unser Haus inmitten dieser riesigen Psychiatrie ja war. Und drumherum diese uralten Gebäude, wirklich schreckliche Gebäude, die auch jetzt mittlerweile alle geräumt sind, weil sie so furchtbar waren. Und da waren halt diese 1500 Patienten und haben nachts geschrien. Na klar. Und ich habe das als Kind geliebt. Weil ich fand das, hat sich das beruhigt? Nein, ich fand das einfach unglaublich aufregend. Das war wie so eine Partitur in der Nacht, ein Schreikonzert des Wahnsinns. Ja? Und ich kannte einzelne Schreie und wie die sich verbunden haben, wer da gegeneinander, wie die sich anfeuerten. Hast du mitgeschrien manchmal? Nein, ich brauchte eben da nicht schreien selber. Und der Bauchnabel, was war mit dem Bauchnabel von deinem Papa? Ah, der Bauchnabel von meinem Vater, der war für mich ein Faszinosum. Ich habe ihn sehr geliebt, ja, weil er so tief lag. Und ich diesen Bauch so unglaublich mochte. Ja? War der dick? Ja, der war schön, also der war von hinten, war ja ganz schmal und so. Also in dem Buch nenne ich das Frontfett. Ja? Der war sozusagen nur, von hinten war er ganz schmal und hatte eine tolle Silhouette. Aber dann, sobald er sich sozusagen dreidimensional wurde, war das Ganze irgendwie recht üppig. Und wenn der mit mir an der Ostsee war und schwimmen ging und dann sich in die Sonne legte, dann habe ich das so wahnsinnig geliebt, an der Ostsee nach Donnerkeilen zu suchen. Das sind diese spitzen, schönen kleinen Dinger, diese Versteinerungen. Und dann wollte ich immer nicht weg. Und dann war immer in seinem tiefen Bauchnabel noch ein bisschen Wasser drin. Und dann war unsere Abmachung, dass wir nach Hause gehen, wenn das Wasser im Bauchnabel verdunstet ist. Und so verging die Strand. Und deswegen war das für mich immer eigentlich eine Bedrohung, wenn der angekündigt hat, er will abnehmen. Weil abnehmen hieß Verringerung der Strandzeit. Oh Gott, ja, klar. Und stimmt es?
einen Po-Lappen hatte. Also oh Gott. Nein, ein ja. Po-Lappen heißt, wir hätten jetzt früher einfach gesagt Waschlappen, ne? Ja, es gab diesen besonderen Lappen. Und dieser Lappen war gefürchtet. Weil sozusagen auch, meine Brüder sozusagen mir drohten, wenn ich irgendwie das Fahrrad nicht reparierte, mich mit diesem Lappen zu jagen oder so, ja. Und davor hatte ich höllische Angst, ja. Es war ein Druckmittel, aber es war in der Palette der Druckmittel, war es noch nicht das Schlimmste. Was war denn das Schlimmste? Also eine Zeit lang war für mich das Schlimmste. Es klingt jetzt natürlich für lange nicht so schlimm, für mich aber viel schlimmer war es, als ich dann endlich lesen konnte, habe ich diese drei Fragezeichenbücher so unglaublich gerne gelesen. Hitchcock. Und da steht immer ganz am Ende die Lösung. Ich brauchte aber 3 Monate für das ganze Buch. Da hat mein Bruder nur die Lösung hinten gelesen und hat gesagt, wenn du das jetzt nicht sofort machst, dann sage ich dir, wer das war. Ja, und dann habe ich aber sowas von gespurt und da hätte ich auch gerne mal was mit dem Po-Lappen gemacht. Oh nein! Ja, aber da, das war für mich so gemein. Und dann war es für mich aber so ein... Alabama Shakes! My heart springs to the sky and will not come back from grave. This feeling is the name of the song and Sonic Color is the name of the album. Alabama Shakes! I'm in love! And Brittany, I want to marry you! Du bist ja überhaupt kein Musiker, ne, Joachim? Nein. Und hörst du trotzdem, dass es geile Musik ist? Ja, das höre ich tatsächlich sofort. Aus irgendeinem Urinstinkt heraus höre ich das sofort. Aber ist es nicht so, dass alle Schauspieler irgendwann in ihrer Karriere, wenn sie kein Buch schreiben, oder am besten noch ein Buch schreiben, aber auch eine CD machen, jetzt singt er auch noch? Nee, also bei mir ist da keine Gefahr. Ich kann Wie das kommt das? Na, das hat irgendwie ganz früh angefangen schon, dass ich nicht singen konnte. Aber du bist Schauspieler, die müssen doch auch ständig irgendwie auf der Bühne singen. Alle Schauspieler, die je hier waren, haben gesagt, oh, ich kann das, ich kann das. Man hat doch mal irgendein also, Lied. Bei mir war das irgendwie ganz gut sogar, weil ich dadurch nicht in irgendwelchen Provinznestern, wo ich auch viel Theater gespielt habe, dann so in der Rocky Horror Picture Show mitmachen musste. Okay. Da war ich eigentlich immer ganz froh. Und es war aber bei mir tatsächlich schon so, dass es schlimmer war, als dass nur ich nicht singen konnte selber. Ja. Sondern wenn ich mitgesungen habe, konnten plötzlich auch alle anderen nicht mehr singen. Weil du natürlich... Alle ja, weil ich scheinbare Melodien, Melodien infiziere. In der Psychiatrie aber haben sich beschwert dann auch. Nein, es war wirklich so. Ich war in der Grundschule und es wurde gesungen. Es wurde gesungen in der Grundschule irgendwie O Tannenbaum. Und dann habe ich mitgesungen und dann wurde gesagt, Joachim, hör bitte auf, mitzusingen. Da hat die Lehrerin wieder angefangen und hat gemacht, O Tannenbaum, und wusste nicht mehr, wie die Melodie ging. Ich konnte selbst O Tannenbaum eliminieren. Aber du hast gesagt, du kannst irgendwas mit 2 Blockflöten und mit deinen Nasenlöchern. Das ist absurd. Können wir das machen? Toll. Ja, und zwar war es so, dass ich dann Blockflöteunterricht hatte. Ich weiß nicht, um mich zu quälen oder um mich dann doch noch irgendwie musikalisch zu erziehen. Und ich habe nur Ist dein Mann in den Brunnen gefallen gelernt, ja? Das habe ich jetzt auch nicht. So, das geht ja nur so. Ist dein Mann in Bonn? Ist dein Mann in Brunnen? Es geht nur so. Nicht in Bonn. Ja, okay. Ne? Das war das Einzige, was ich konnte. Und dann habe ich aber... Können wir noch keinen Applaus für geben? Aber nein, das wird auch für diese Nummer keinen Applaus nötig haben. Ja, das geht ohne Applaus. Und dann habe ich aber nicht mich dazu aufberufen gefunden, weitere Stücke zu lernen, sondern die anders zu spielen. Und dann habe ich, das ist jetzt mein Können, das kann ich, seitdem ich 7 bin, kann ich jetzt mit der Nase spielen. Das ist ein Applaus! Ja, aber. Thank you.
Alabama shakes. My heart springs to the sky and will not come back from grave. This feeling is the name of the song, and Sonic Color is the name of the album. Alabama shakes. I'm in love. And Brittany, I want to marry you. Du bist ja überhaupt kein Musiker, ne, Joachim? Nein. Und hörst du trotzdem, dass es geile Musik ist? Ja, das höre ich tatsächlich sofort. Aus irgendeinem Urinstinkt heraus höre ich das sofort. Aber ist es nicht so, sofort, dass alle Schauspieler irgendwann in ihrer Karriere, wenn sie kein Buch schreiben, oder am besten noch ein Buch schreiben, aber auch eine CD machen, jetzt singt er auch noch? Nee, also bei mir ist da keine Gefahr. Ich kann Wie das kommt das? Na, das hat irgendwie ganz früh angefangen schon, dass ich nicht singen konnte. Aber du bist Schauspieler, die müssen doch auch ständig irgendwie auf der Bühne singen. Alle Schauspieler, die je hier waren, haben gesagt, oh, ich kann das, ich kann das. Man hat doch mal irgendein also, Lied. Bei mir war das irgendwie ganz gut sogar, weil ich dadurch nicht in irgendwelchen Provinznestern, wo ich ja auch viel Theater gespielt habe, dann so in der Rocky Horror Picture Show mitmachen musste. Okay. Da war ich eigentlich immer ganz froh. Und es war aber bei mir tatsächlich schon so, dass es schlimmer war, als dass nur ich nicht singen konnte selber. Ja. Sondern wenn ich mitgesungen habe, konnten plötzlich auch alle anderen nicht mehr singen. Weil du natürlich alle ja, weil ich scheinbare Melodien, Melodien infiziere. In der Psychiatrie aber haben sich beschwert dann auch. Nein, es war wirklich so. Ich war in der Grundschule. Ich habe es aber geschafft. Das ist schon mal gut. Gib einen Applaus. Und nichts kaputt gemacht. Hey. Du kannst das jetzt mit Schwung. Das wird leicht. Ja. Olli, ja. Zu wenig oder zu viel Sex im deutschen Fernsehen? Zu viel schlechter Sex im deutschen Fernsehen. Also wie? Wenn du in den deutschen Betten, in deutschen Schlafzimmern. Ja, wenn du jetzt gute Sachen zeigen würdest, dann hätte ja keiner was dagegen. Aber wenn du eben Männer hast, die ihren Lümmel ins Hotdogbrötchen legen, sagst du lieber nein. Ist aber ja noch kein Sex, halt, ne? Ja, eben. Würdest du bei Promi Big Loser was? Achso, Biggest Loser? Nein. Bei Big, was war das, wie hieß Promi es nochmal? Biggest Loser. Ja, gibt es. Nein. Haben sie auf jeden Fall gedreht, aber noch nicht gezeigt. Ich weiß, dass Costa Cordalis da war. Ja, aber mehr es weiß ich nicht. Ja, der Trash nimmt ja kein Ende. Ja. Nein, aber ich würde das alles nehmen. Ich hoffe, dass der liebe Gott noch so nett ist und mich davor bewahrt, dass ich zu Biggest Loser, zu Promi Big Brother oder zum Dschungelcamp oder sonst irgendwas muss. Haben die schon irgendwo in Arm, die nicht gemacht? Es gab mal vor 7 oder 8 Jahren, ne, gab es echt mal das Angebot an Olli Welke, der noch nicht die Heute-Show hatte, aber mit dem ich hier viel gemacht habe, und mich, ob wir bei einer Tanzshow von Sat.1 mitmachen. Und das fand ich A, schon ein bisschen frech, also weil die wissen, dass ich nicht, also die, ne, also ja, ja. Das ist so klar. Und ich habe gesagt, also wenn wir Dirty Dancing machen könnten und Welke mich fangen muss, dann ja. Aber das wollten sie nicht, das hat die Versicherung nicht zugelassen und deswegen haben wir es dann nicht. Guckst du bei Sport1 lieber Billard oder die Sexy Clips? Weder noch. Aber du musst auch mal entspannen zwischendurch. Ja, aber es gibt ja. Also ich bin kein großer Sportgucker, weil ich bin auch kein Sportmacher und ich finde es nur fair, dass ich dann auch nicht gucke. Okay. Also weil ich kann keinen Sport, dann gucke ich auch nicht. Aber ich finde jetzt persönlich, ich weiß, dass viele Billard lieben und auch Darts lieben und so weiter. Ich finde es sehr unspannend und unsexy. Und die sexy Clips von Sport1 sind noch unsexier. Weil du kannst ja gar nichts Unsexieres zeigen, als das, was die dort zeigen. Ich hatte es auch mal in der Mattscheibe, eine Frau, die sich vor einer Fototapete von einem Klo in Bangladesch oder weiß nicht was, und wirklich ein altes Klo, was im Hintergrund ist nicht ausgedacht, ja, stand da, spricht ein Rezept für Nudeln mit Hühnchen und zieht sich dabei aus, aber schmeißt einfach Sachen weg. Und am Ende bleibt der Schlüpper hier in der Kniekehle hängen. Und das läuft als Sexy-Clip. Also da muss ich sagen, da haben die irgendwas verstanden. Das war Clip okay, aber mit Sexy hat das nichts zu tun. Soll halt ein bisschen schmuddelig sein, weißt du, sauber habe ich ja zu Hause so ungefähr, aber so ein bisschen...